Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Influencer-Duell. Mein Name ist Roro, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch heute habe ich wieder zwei fantastische Gäste eingeladen, die absolut wunderbar, vor allem gegeneinander hier in diese Show passen. Ladies and Gentlemen, Enclaze und Cyrus! Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Heute beim Influencer-Duell geht es mal wieder darum, zu vervollständigen, was die Deutschen so googeln. Das bedeutet, wenn man einen Begriff oder den Anfang eines Satzes bei Google eingibt, dann schlägt Google ja vor, was man noch so eingeben könnte, was auf den deutschen Google-Algorithmus sich bezieht. Die beiden Kandidaten versuchen, das zu vervollständigen. Und ja, das ist im Endeffekt auch schon der Inhalt der Sendung. Ein Punktesystem haben wir von 10 bis 100. Bei den ersten, wir spielen 5 Fragen. Bei den ersten 2 Fragen gibt es 10 Antworten. Bei 3 und 4 gibt es 8 Antwortmöglichkeiten und bei Frage 5 6 Antwortmöglichkeiten, damit es immer ein bisschen schwieriger wird. Gespielt wird abwechselnd. Wer anfängt, das bestimmen wir immer anhand eines Buzzers. Jetzt haben wir heute natürlich mal einen Gast tatsächlich ohne Cam dabei, weshalb wir leider keine Buzzer-Bewegungen sehen können. Das heißt, lieber Enclaze, für dich jetzt deine Aufgabe, dir irgendwas zu suchen, das einen klar erkennbaren Sound macht, damit wir wissen, wann du eine Antwort parat hast. Ist das gut? Ich stehe für Energy Drinks, schon immer, von daher. Ja, ich glaube, das kann man durchgehen lassen. Und Cyrus, hast du auch irgendwas Schönes in der Nähe? Keine Ahnung, warte. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Okay. Was hat denn? Gelo Revoice, Alter, beste. Weißt du, das ist die Sendung, wo du Gelo Revoice als Buzzer benutzt. Ne? Das ist alles gesagt. Ey. Jetzt Gelo Revoice in ihrer Apotheke. Falsche Kamera, egal, hallo. Ja, wunderbar. Also, ich stelle euch jetzt gleich den ersten Begriff. Wer zuerst buzzert, darf die erste Antwort geben. Ist die Antwort richtig, darf er so lange weitermachen, bis er das erste X kassiert. Ansonsten wird abwechselnd eben gespielt, bis beide 3 X haben. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ist noch irgendwas offen an Regeln? Glaube aber nicht, du guckst uns jetzt an, das muss ich auch dich angucken. Nein, Wolverus, gerade ist nicht offen. Gut. Mein Bomber dreht sich gar nicht. Was ist da los? Oh. Ja, wo sind die ersten animated Bilder eigentlich? Ich hab eins, aber das dreht sich auch nicht. Weißt du Bescheid? Wir brauchen eins, wir brauchen so einen Psycho-Bomber, der Wolverus die ganze Zeit anguckt. Das wäre super. Bestimmt, irgendeins hätte ich bestimmt gefunden, Mist. Ja, vielleicht hast du noch ein nachträgliches Gift, das ich reinschneiden kann. Kommen wir zur ersten Frage, beziehungsweise zum ersten Ansatz eines Satzes, den ihr folgendermaßen hoffentlich vervollständigen werdet. Und zwar... Meine Freundin ist... Oh Gott. Ja, Cyrus, super schnell. Gestört. Wir machen das ganz, ganz schnell. Wir wissen, wie viele Freundinnen gestört sind. Okay. Ja, Cyrus macht das Ganze relativ simpel. Meine Freundin ist gestört. Ja, gucken wir mal. Sind die Freundinnen gestört in Deutschland? Nein. Korrekt. Sind sie nicht. Ich habe vergessen zu buzzern. Ich wollte das gleich sagen, aber das war ja falsch. Deswegen jetzt darfst du aber, Enclaze. Das ist jetzt deine Show. 100% die Eins. Schwanger. Ich kenne die Leute. Du meinst, du kennst die Deutschen? Ja, ja. Die ist gut, Alter. Die ist gut. Gut. Mega. Meine Freundin ist schwanger, sagt der liebe Enclaze. Top Antwort. Oh, Alter. Das war 100 so klar. Punkte. Ich meine, da googelst du am ehesten, oder? Oh, das ist dumm gelaufen. Scheiße. Ja, scheiße, was soll ich jetzt tun, ne? Ja, ich google eher nach, meine Freundin ist gestört, also. Gut, Enclaze, du darfst direkt weitermachen. Verrückt. Ja, jetzt ist, ne? Schlecht. Schwanger, verrückt, naheliegend vielleicht? Nein, ist wow, nicht dabei. Wow, was? Hätte ich aber auch gesagt, müsste dabei sein. Ich dachte halt, dass gestört auch nah dran ist, aber es geht ja um die Begrifflichkeit. Wahrscheinlich kann das ja mehrmals drin sein. Ja, gut, oh, aber ich hab auch sein könnte. Bin ich jetzt dran? Ja, genau, ja. Cyrus. Untreu. Untreu ist, glaube ich, auch gut. Ja, was tut man, wenn die Freundin untreu ist? Kann natürlich ein großes Problem sein. Meine Freundin ist untreu. Tatsächlich nicht. Was? Mhm. Ja. Tut man nicht so, als ob ihr alle so treu wärt. Die wissen, was ihr wollt. Die sind schon alle schwanger, jetzt lasst die. Ich sage fett. Vielleicht ist das ein Problem. Ja, die typischen deutschen Probleme, wenn man sich mal wieder beschwert, wie fett die Freundin geworden ist. Auf Platz 6! Ja. Ist dabei. Meine Freundin ist fett geworden, wow. Sehr gut.
Direkt nochmal 50 Punkte für Anglaze und er darf weitermachen. Arbeitslos. Ja. Was halten wir davon? Das Problem ist nämlich, wenn deutsche Frauen arbeitslos sind, werden sie fett. Also, das eine schließt das andere nicht aus. Und schwanger. Und schwanger auch noch. Um Gottes Willen, das volle Programm. Aber nee, arbeitslos sind sie Gott sei Dank nicht ganz so viel. Okay. Krank. Ich sage krank. Ja, ja, die Freundin ist schlichtweg krank. Weißt du, das wirkt so alles so negativ von mir, aber ich meine, das krank im Sinne von Kälte. Ja, meine nicht, was? Oder wie? Nicht dabei. Du warst schwanger und fett geworden? Ja, okay, das ist beides das gleiche quasi. Boah, ne, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Okay, Moment. Was könnte das sein? Ach Gott, nein, das kann ich nicht. Kannst du nicht aussprechen, ja? Das könnte man googeln. Cyrus, helf mir doch mal. Dumm. Gehen wir auf dumm. Wow. Was ist sie dumm? Ganz simpel, meine Freundin ist einfach nur dumm. Wow, Alter. Schade. Jetzt bin ich jetzt ziemlich gespannt, was da rauskommt. Wunderbar. Ja, gucken wir mal, was wir bei den Auflösungen noch haben. Typisch deutsches Problem offensichtlich. Meine Freundin ist viel älter. Oh. Aha. Ja, darum mache ich mir auch immer Gedanken. Gedanken, um die ihr euch natürlich keine Sorgen machen müsst, wenn die Freundin viel zu hübsch für mich ist. Wer googelt denn sowas? Die ist zu hübsch für mich, ja. Ist gut, okay. Ne, was auch immer Google dann eigentlich so vorschlägt. Das haben wir jetzt aber wissen müssen. Ja, ohne Webcam. Ja, ich wusste, dass der kommt. Ja, aber klar, oder? Vorlage. Auch ein großes Problem ist, großes Problem ist, wenn die Freundin größer bzw. stärker als man selbst ist. Das war's für Anglaze. Dann tatsächlich, nicht untreu, sondern eifersüchtig, ja, weil du eher so der Schlawenzler bist. Dann auch, das ist tatsächlich gar nicht so untypisch, depressiv auf Platz 5. Ja, da hätte man drauf kommen können. Ja, ich hatte sowas wie emotional, deswegen auch, Dann, wo man vielleicht eher nicht so drauf kommt, ich weiß auch nicht, warum das so hoch gerankt ist, aber offensichtlich ist meine Freundin B. Oh, das ist ein großes Problem, das ist ja traurig, verdammt. Das ist ja kein Problem. Vielleicht fragt der Google, was er damit anstellen kann jetzt. Vielleicht. Vor allem, das ist auch eine Frage, wo definitiv Google weiterhelfen kann. Das ist klar, dass ihr da nicht drauf kommt, weil ihr die Probleme nicht habt, aber was ist eigentlich, wenn die Freundin schlecht im Bett ist? Dann hilf deinem Google. Dann such dir eine neue, Alter. Wo ist das Problem? Sehr gut. Und ganz einfach, was ist, wenn die Freundin langweilig oder komisch ist? Dann such dir auch eine neue, Mann! Junge! Ja, offensichtlich tut das keiner. Da braucht man die Hilfe von Google. Ja, weißt du, das sind so, das Problem ist halt, also ist Google nur die kompletten Vollnerds dann danach. Und dann kommt halt sowas daraus wie, neu suchen. Gesellschaftlich kritisch. Ja. Wahrscheinlich irgendwie so. 150 Punkte hat der Anglaze aus der ersten Frage hier rausgeholt. Das ist doch mal eine Ansage. Ja, schwanger war einfach Killer, Mann. Und fett. Aber nicht dumm. Schwanger und fett war Killer. Aber war schon ziemlich stark. Okay. Gut, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Und diese beginnt mit einem relativ simplen Wort namens Finger. Anglaze. Nice. Gebrochen. Haben die Deutschen oft das Problem, dass der Finger gebrochen ist und googeln nach ärztlicher Hilfe? Auf Platz 5. 60 Punkte. Das war's auch schon. Fingerhut. Da, der bekannte Fingerhut. Nein. Verstaucht. Ach, das ist... Finger gebrochen, Finger verstaucht. Naheliegend ist aber natürlich was Unterschiedliches. Ist der Finger auch in Deutschland mal verstaucht? Graz auf Platz 10. Glück gehabt. Steckt fest. Ey, die googeln nach den krankesten Sachen, Alter. Ich guck jetzt, was passiert, wenn ein Finger feststeckt. Aber da können die auch nicht googeln. Das ist interessant. Ja, steckt der Finger irgendwo fest?
Ich würde jetzt gerne sagen, nein, aber Cyrus, Fun Fact. Tatsächlich ja. gibt es, wenn man das Ganze mit Finger ein bisschen weiter googelt, also ich google ja nicht nur so die Top 10, sondern ich gucke auch noch so ein bisschen weiter, was die Deutschen noch so googeln, damit ich mich ein bisschen auskenne. Und tatsächlich gibt es auch den Vorschlag nach Finger im Fenster eingeklemmt und im Kofferraum eingeklemmt. Sind nur nicht so hoch gerankt wie die anderen beiden, aber danach wird auch gegoogelt. Also deine Idee war nicht schlecht. Nachbehandlung, ob das gefährlich sein kann oder so. Also ich habe mir gerade vor, wie man seinen Finger in den Kofferraum einklemmt, Alter, der ist doch ab. Wenn der Kofferraum schließt. Wenn du richtig zuhaust, dann ja. 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 Okay, na gut. Finger ab wäre eine gute. Nein, ich glaube, das nehme ich nicht. Ah. Oh Mann, was kann man da noch machen? Ich habe eins. Ich sag's dir nicht. Verrenkt? Ich weiß nicht, ob man den verrenken kann, aber ja. Also wir bleiben bei den ärztlichen Sachen, ja, bei den kaputten Sachen. Finger verrenkt! Nein. Ja, wenn verstaucht nur 10 war, war das auch ja. Blau. Einfach blau. Finger blau. Oh, das ist eine verdammt gute Idee. Der Finger ist blau. Nee, leider nicht. Wow, Alter. War doch nicht so gut. Man muss verdreht denken, Alter. Jein, also es sind tatsächlich recht legitime Antworten dabei, muss ich sagen. Okay, ich mache jetzt mal. Okay, das wird funktionieren. Ich sage Finger im Po. Das war mein erster Gedanke, ich schwöre es dir, Alter. Den fucking Soundtext und geben das ein, ich schwöre. Gut, war auch der erste, erste Gedanke von Cyrus. Ist der Finger im Po Mexiko? Tatsächlich auf Platz 7. Ohne Witz, ey. Das ist auch so, genau dieser Spruch, Finger po Mexiko, so. Alter. Was hast du die ersten vier, um Gottes Willen? Ja, das ist eine gute Frage. Finger geschwollen. Verdammt. Genau sowas hatte ich gerade im Kopf. Also weiterhin die Verletzungsschiene. Finger geschwollen. Nein. Nein. Finger verbrannt. Ich glaube, das passiert recht häufig. Wollte ich gerade sagen, ja, passiert tatsächlich relativ häufig, wenn man sich mal einen Finger verbrennt. Und was macht man da dagegen? Fragen wir Google. Nee, tut mir nicht. Fickt euch doch, was googelt ihr denn, ey? Googelt doch mal normale Sachen. Ja, tatsächlich. Ihr werdet euch bei einigen, also bei fast allen Sachen denken, ja, na klar, irgendwie vielleicht so. Die ersten zwei, die jetzt kommen, würde ich sagen, muss man nicht unbedingt drauf kommen, wie zum Beispiel Platz 9, das Fingerhaus. Und der Fingerhut ist nicht dabei, oder was? Ja, richtig. Was ist denn dein Fingerhaus, Alter? Kannst du nicht sagen, ich habe nicht danach gegoogelt, aber... Auch schön finde ich die Antwort, Finger in Hals abnehmen. Was? Achso. Wow. Finger in Hals abnehmen, Alter. Wem willst du das erzählen, Mann? Naja, wahrscheinlich googeln die Leute einfach nur, ob das stimmt. Weißt du, hast irgendwo auf der Straße gehört, also ich steck mir einen Finger in den Hals, damit ich abnehme. Und dann googelt er das, ob das stimmt. Wer weiß. Wundervoll, auf Platz 6. Ihr habt jetzt gefühlt alle Verletzungen durchgehabt, ne? Aber ihr habt nicht den Schritt weiter gedacht, was man macht, wenn man die Verletzung hat. Und deswegen fragen sich die Leute, wie tapet man seinen Finger richtig? Ja, aber wer tapet denn seinen Finger? Ich hatte auch überlegt, sowas wie Fingermuskulatur zu sagen, weil die Leute bestimmt dann so denken, so, ey, wenn ich jetzt hier voll viel zocke, dann habe ich bestimmt voll die trainierten Finger. Total sicher, Cyrus. Ja, absolut. Eine Sache, die wirklich, also legit, da geht's eigentlich gar nicht, hättet ihr drauf kommen müssen eigentlich, das Fingerfood. Ja. Ne? Das wäre gegangen. Gut, warum das auf Platz 3 ist, weiß ich auch nicht. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Ja, also, das geht gar nicht. Okay. Wir müssen also mehr in die Alkoholiker reinversetzen bei diesen Google-Anfragen. Ja, ist doch klar, die ganzen Betrunkenen googeln halt gerne irgendwelchen Scheißdreck, ne? Ja. Gut. Auf Platz 2 googeln die Leute sich, wie man am besten sich den Finger tätowieren lässt. Ja, kann man verstehen. Die Leute, das sind wohl die kurz davor sind, in den Knast zu gehen. Davon haben wir schon mal einige. Absolut. Und dann wird sich vielleicht Enkleis ein wenig ärgern, denn tatsächlich ist die Top-Antwort Finger weg bzw. ab. Ach Gott. Wow. Ja, Finger weg einfach nur. Ja, ab hätte ja nicht fehlen dürfen dafür. Ich meine, den Finger ab hätte ich ja gemeint, dass der ab ist. Ja, ja. Finger weg ist ja gemeint. Finger weg vom Cyrus. Den darf man nicht anfangen. Ja. Ja, ich gehöre immer. Die Richtung hat gestimmt. Ja, immerhin 10 Punkte für Cyrus, ja. Also immerhin, keine Nullnummer. Ich hab gesagt, ich bin schlecht darin, also.
Aber du hast tolle Ansätze, ja? So ist es ja, ja nicht. Ja, aber nicht letzter in dieser Staffel. Das ist richtig. Das ist aber richtig. Hat irgendjemand 0 Punkte gehabt? Ja, in der ersten Folge. Ja, sehr gut, dann bin ich nicht letzter in dieser Staffel. Bist du quasi schon mal raus. Ja, und 250 Punkte für Enkleis nach 2 Fragen, das ist, das könnte ein neuer Rekord werden. Wir werden mal sehen. Da müssen wir allerdings jetzt auch erstmal bei Frage 3 noch ein bisschen Punkte absahen. Also ran an die Buzzer bei folgendem Satz anfangen. Ich bin ein... Boah, ich glaube, Enkleis war ein Ticken schneller. Versager. Ist das so ein Glas? Ja. Macht man nichts gegen. Macht man nichts. Fragen wir aber vielleicht Google, was die Lösung ist, wenn man ein Versager ist. Nee, tatsächlich wow. nicht. Wow. Schlechter Mensch. Gut. Ein schlechter Mensch ist tatsächlich auf Platz 8. Lügner. Ich bin ein Lügner. Was kann ich dagegen tun? Ja. Keine falschen Antworten geben. Tollpatsch. Oder, ja, Tollpatsch. Ja, gut. Ich bin ein Tollpatsch. Im Antworten geben. Shit. Ja. Ganz kurze Frage. Sollte der achte Platz nicht 30 Punkte geben? Theoretisch? Nee. Nein? Also ich bin dafür auf jeden Fall. Ist das so? Aber wir haben eine andere Rechnung in den anderen. Oh, verdammt. Okay. Boah, was gibt's noch, Alter? Homosexueller Mensch. Ja, warum nicht? Ich bin homosexuell, versuche irgendwelche Foren zu finden, um ähnliche Menschen zu finden. Warum nicht? Ist doch gar nicht so abwegig. Ich bin ein Homosexueller. Nein. Ich glaube, das würdest du anders googeln. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich habe auch jetzt gerade überlegt, dass das im Kontext nicht so passt. Ist nicht leicht, da sind ein paar noch dabei, wo ich sage, ja, ganz klar, und bei den anderen... Die Frage, wie man das so googelt, ne? Wenn ich zum Beispiel arbeitslos sagen würde, würde ich ja nicht geben, ich bin ein Arbeitsloser, das macht ja keinen Sinn, ich bin arbeitslos. Maximal. Ja, aber wenn du arbeitslos bist, bist du auch ein bisschen dümmer, deswegen sagst du, ey, ich bin ein Arbeitslos. Gibt's das eine Losbude, oder wie? Ich bin ein trauriger Mensch. Ja, warum nicht? Ich bin ein trauriger Mensch. Nein! Boah, das ist voll schwer, Mann. Boah, was gibt's denn noch, Alter? Lustloser Mensch. So, ich bin einfach ein lustloser Mensch. Keine Ahnung, auf der falschen Spur. Ich bin gespannt auf die Antworten. Jetzt kommt da irgendwie. Ja, das ist, hätte in eine komplett andere Richtung gehen müssen. Oh Gott, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Oh mein Gott! Ist die Top-Antwort, Zefix nochmal! Oh mein Gott! Oh Gott, Enkleis! Ich hab Filmtitel oder sowas gedacht. Aber weißt du, ich kann auch nicht. Wann gucken wir so eine Scheiße denn mal eigentlich? Ich guck die Scheiße nicht, aber ja, ach, eben. Das war so naheliegend. Da denkt man aber erstmal nicht so dran. Ist krass, ja, ich hätte schwören können, ihr kommt da drauf. Es hat innerlich in mir gekocht schon so, was ist denn da los? Ich hatte Filmtitel im Kopf und ich bin alle Filme durchgegangen. Irgendeiner muss mit Ich bin ein anfangen, aber nein. Und dann Serien ist es danach gekommen. Toll. Ja. Ich bin auch ein Superstar oder so ein Scheiß. Gut, jetzt haben wir die Top-Antwort geklärt. Gucken wir mal, was noch so dabei ist. Ganz, ganz klar, hat auch jeder von euch schon mal gesagt, ich bin ein echter Gangster. Ohne Witz, ich wollte noch sagen, ich bin ein Gangster. Ich wollte noch sagen, echter Gangster, nicht so ein Gangster. Das gezählt bestimmt, ne? Ja, ich hätte es gezählt lassen. Ich wollte das noch sagen, aber ich dachte mir so, nee. Alter, wer googelt denn danach, ich bin ein Gangster, was kann ich tun? Oder so. Naja, aber du kennst doch vielleicht noch dieses alte YouTube-Meme, ich bin ein echter Gangster, dieser komische Typ da. Vielleicht googeln die da heutzutage immer noch nach. Ich wollte zumindest Gangster sagen, nicht echter Gangster, aber Gangster einfach. Ich weiß aber nicht warum, aber... Ja, schade. Okay. Dann offensichtlich ein großes Problem der Jugendlichen, wo sie Google nach Hilfe fragen, ich bin ein Abschreiber. Das würde ich auch sagen. Ja, dann schreib dich mal ab und lern lesen. Oder so. Ja, aber wie schreibst du denn ab, wenn du nicht lesen kannst? Aha. Ja, keine Ahnung. Du kennst diesen Spruch, schreib dich nicht ab, lern lesen. Ach so, okay. Alles klar. Gut. Boah, blöd gelaufen. Der war voll gut. Ja, voll gut. Der braucht ein bisschen. Ja, das hat bei mir auch nicht gleich gezündet. Ja, blöd, wenn man natürlich ein Dorfkind ist. Also, Endlich kommt aus Frankfurt, ich komme aus dem Ruhrpott, so die Probleme haben wie immer. Ich weiß nicht, ob man es im Ruhrpott ist, aber bekanntliches Problem in Deutschland auf Platz 4, ich bin ein Einhorn.
Natürlich. Oh. Alter, wie viele sechsjährige Mädchen haben bitte Google, Alter? Das weiß ich nicht. Aber hey, Cyber, heutzutage läuft doch schon jeder mit einem Smartphone rum. Ja, die können alle googeln. Oder es waren kleine Jungs, die wirklich dachten, sie werden Einhorn wegen ich weiß nicht, in welchem Bundesland das allgemein sehr groß vertreten ist, aber offensichtlich sind sehr viele in Deutschland ein dicker Tanzbär. Natürlich. Natürlich, ja. Gott, ich muss Google studieren, Alter. Ja, das ist wirklich ein Mysterium für sich. Und gut. Google-Anfragen müsste Google gegen selbst erstellen. Songzeile oder so. Ja. Vielleicht, ja. Und ein ganz typischer Spruch, da hätte man sogar tatsächlich drauf kommen können. Ich bin ein Berliner. Oh, ja. Okay, den hätten wir haben müssen. Das, ja. Oh Gott. Ja, der ist so einfach, kann es nicht mal sein. Aber also hey. Ich habe meine Punkte verdreifacht immerhin. Wollte gerade sagen, Cyrus, ey. 30 Punkte schon, die Aufholjagd beginnt. Weil ja, Enclaves findet ja nichts mehr. Wie viele Fragen kommen denn insgesamt? 8 oder 10? 5. Noch 5, okay. Ja, nur noch 2. Ja, sonst sind wir ja über eine Stunde hier, Cyrus. Ja, nee, ich wusste jetzt noch nicht, okay. Ja. dann würde ich sagen, kommen wir direkt auch zu unserer nächsten Frage, beziehungsweise zu unserem ersten Satz anfangen, was zugleich aber auch eine Frage ist, und zwar: Wie kann ich wieder, Cyrus, attraktiv sein? Das, ich denke mal, das ist so eine alte Hausfrauen-Dingsbums so. Ja. Wie kann ich schlichtweg wieder attraktiv sein? Wow. Wie kann ich wieder Arbeit finden? Warum bin ich immer bei arbeitslos den ganzen Tag? Was ist nur los? Das ist prima, ne? Diese Fulltime-Streamer, ja. Heftig. Faszinierend. Wie kann ich wieder Arbeit finden, beziehungsweise jobben oder irgendwas? Nein. Ich habe ein Vertrauen. Oh, der ist gut. Ja, ich glaube, der ist gut. Wie kann ich wieder vertrauen? Ist die Top-Antwort! Lieben. Und dann geht's direkt ins nächste rein. Ja, wie kann ich wieder lieben? Das ist aber nicht dabei. Wow, was? Okay. Ich hätte gedacht, das ist die 2 und jetzt geht er ab. Ja. Also gut für mich. Ja, das ist gut. Da sind ein paar tiefe Sachen bei. Ja, dachte ich mir. Wow, keine Ahnung. Haben wir ein Zeitlimit? Nein. Sehr gut. Bis morgen. Wie kann ich wieder Freunde finden? Boah, ich hatte das bei einem Umzug oder so. Mhm, ja. Aber gar nicht so ein schlechter Ansatz. Wie kann ich wieder Freunde finden? Ui. Den hatte ich aber auch im Kopf, ey, tatsächlich. Der war auch gut. Wird dann auch wieder anders gegoogelt, einfach, denke ich. Wirklich, ja. Ja, das ist halt, wie kann ich wieder, das ist halt schon. Lachen. Wie kann ich wieder lachen? Freude am Leben finden? Ist auf Platz 4. Hui! Sehr gut. Emotionen zeigen. Du sagst einfach mal, es ist deep. Wie kann ich wieder Emotionen zeigen? Die Emotionen sind dann nicht dabei. Okay. Aber ich habe $200, Alter. Wir kriegen doch die Punkte in Dollar ausgezahlt, oder? Natürlich. Warum hätten wir sonst hier? Ja, weiß ich nicht. Gott. Was da los, Enkles? Die ersten 2 Fragen gingst du ab und jetzt? Ja, das ist so. Du bist manchmal einfach von der Frage, glaube ich, oder von den Worten, die da stehen, auf der falschen Fährte. Du hast dann irgendwas im Kopf und kommst halt nicht raus da. Wir sind aber auch einfach nicht die allgemeinen. Wie sagt man das? Aber wir sind ja nicht so schlecht. Ich meine, wir haben fast das erste erraten, ne? Aber wir sind nicht so allgemein denkend, glaube ich, weil wir halt komplett. Ich behaupte nur, dass wir ganz anders sind halt so. Ich meine, ich bin ein Star, hol mich hier raus, komm schon. Also, ja. Da kommt jeder zweite Deutsche drauf so. Das stimmt wohl. Hat Sarah schon nicht unrecht. Oh Mann, ich weiß nichts. Verdammt. Sag hassen, hassen passt zu dir. Wie kann ich wieder hassen? Schuldenfrei werden. Der ist nicht schlecht. Der ist verdammt gut. Ich glaub, du kennst einfach schuldenfrei ein oder so. Ja, die Deutschen kennen doch das Problem mit Schulden. Also, wie kann ich wieder schuldenfrei sein? Nee. Wow, Alter. Ja, weil du gibst einfach ein, ich habe Schulden oder so, ne? Wer gibt denn einen, wie kann ich wieder schuldenfrei sein? Oder gibst einfach einen, Schulden was tun. Ja, genau. Das ist das Problem. Das ist genau das Problem.
Und deswegen ist zum Beispiel auf Platz 8, wie kann ich wieder riechen oder schmecken? Hm? Was ist denn los mit den Leuten? Ja, weiß ich nicht. Okay. Dann entgegengesetzte Richtung vom Lachen. Wie kann ich wieder weinen? Habe ich auch noch überlegt, aber... Hm? 34 Punkte. Wer will das wieder? Wer will das wieder? Ja. Wer weiß man nicht. Dann, das ist ein Problem, das ich sehr gut verstehe. Und zwar, wie kann ich wieder einschlafen? Ah, den der ist einfach, ja. Aber ja. Wir schlafen halt so gut, weil wir uns so wohlfühlen. Richtig. Da denkt man nicht drüber nach. Die Idee aber mit Funtag, den... ich stehe auch fast nie auf nachts. Ich stehe fast nie auf. Echt, ja? Also ich stehe eigentlich seit Jahren schon nachts gar nicht auf. Ich werde halt abends wach, aber ich stehe nie auf und gehe auf Klo oder so, gar nicht. Nice. Wer steht denn in der Nacht auf? Keine Ahnung, siehst du die Sache, deswegen, wir kommen nicht auf so viel Einschlafen. Hä, das machst du erst, wenn du 70 bist. Oh, ja, wow. Ja, ne? Echt jetzt? Crazy. Bin noch nie aufgewacht mitten in der Nacht. Wenn ich wach bin, bin ich wach. Nee, ich werde halt abends mal wach, also ganz kurz so, dann trinke ich einen Schluck und dann schlafe ich wieder ein instant. Mach auch nicht. Ich schlafe durch, wenn ich wach bin, bin ich wach. Doch, das machst du, aber das vergisst du. Ach so, also, das kann sein. Du wirst immer, eigentlich wird jeder immer durch diese REM-Phasen nachts wach. Aber, also du, aber du kannst es halt sofort wieder vergessen. Also du merkst es dann nicht, dass du wach warst. Okay, sorry. Alles gut. Auf Platz 5 hatten wir eine ähnliche, also die Idee mit dem Freunde finden war gar nicht so schlecht, nur dass es nicht allgemein um die Freunde geht, sondern um bestimmte Personen. Und deswegen fragt man sich, wie kann ich wieder Kontakt zu ihm oder ihr aufnehmen? Dann auf Platz 3, ja, wie Sarah schon sagt, so an solche Sachen würde man einfach nie denken, auch wenn es durchaus möglich ist, dass Leute sich das fragen, wie sowas funktioniert. Zum Beispiel in dem Fall, wie kann ich wieder, wer auch immer das will, in die Kirche eintreten? Als ob ich über sowas nachdenke. Ich bin der ungläubigste Mensch von allen, nicht mal getauft. Das ist halt krass, dass es, also ich verstehe das. Weiche Farbe, ja. Aber dass es so hoch gerankt ist, schockiert mich zum Beispiel. Ja. Die Kirche, die nimmt sogar Einfluss auf Google. Das fragst du aber genau so. Du bist aus der Kirche ausgetreten und dann googelst du genau so. Genau so. Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht. Daran liegt es eher. Und ähnlich, es geht in die emotionale Richtung, Cyrus. Aber hier braucht man natürlich das genaue emotionale Glied. Und zwar, wie kann ich wieder glücklich werden? Ohne Witz, genau sowas. Es macht so viel Sinn. Aber man kommt da erst, dann sieht man es so und dann so, boom, Alter. Okay, es aber egal, ich bin von 30 auf 200 Punkte hoch. Und jetzt. Das ist richtig. Also ein kleines muss nochmal schwitzen. 50 Punkte Unterschied nur noch zur letzten Frage jetzt hier. Also das ist ein richtig knappes Rennen. Ihr habt auch super viele Punkte. Also ihr seid echt gut. Also mal weg, Cyrus. Ja. Halt die Schnauze. Da kann man nicht meckern. Der Sieger, das habe ich ganz vergessen, der Sieger von euch wird dann in die Community-Bonus-Runde gehen, wo es nochmal 100 Extra-Punkte zu gewinnen gibt. Dort haben wir die Community eine Frage eine Aussage gestellt und die haben eine Antwort darauf gegeben. Da müsst ihr dann die Top 5 Antworten in 60 Sekunden erraten, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage und ich bin mal gespannt, wie viel ihr da schafft bei folgender Aussage. Telefon für Cyrus. Jetzt überlege ich halt, ob ich Rentner oder Senioren sage. Ich sage einfach mal Rentner. Oder alte Menschen halt. Ich weiß nicht, ich sage einfach mal Rentner irgendwie. Okay, also wir nehmen einfach den Überbegriff alte Menschen. Haben wir ein Telefon für alte Menschen? Senioren ist die Top-Antwort! Das ist so gut, ja. Ja. Oh mein Gott. Ich sag jetzt das B-Wort, Behinderte. Telefon für Behinderte? Invalide, wie auch immer, also es gibt halt. Wer sein könnte so irgendwie so besondere für. Ich hab bei Telefon falsch gedacht. Ich dachte nicht an Handy. Ich meine, bei Telefon, ich meine, so ein Seniorenhandy wäre ich drauf gekommen, aber Telefon hat bei mir nicht den Schnitt gemacht. Egal. Telefon für große Hände. Ein Telefon für große Hände. Wenig Geld. Oh, das ist auch gut. Ein Telefon für wenig Geld. Nein. Oh, echt? Hm. Für Kinder. Das ist auch gut. Ein Telefon für Kinder. Wow. Nope. Haustiere. Was? Keine Ahnung, Alter. Dann weißt du, die Leute googeln, Mann. Telefon für Haustiere. Vielleicht will jemand seiner Katze ein Handy geben oder so. So, also, das ist ja gar nicht mal so abwegig, weil tatsächlich Katzen spielen ja auch mit Tablets. Also, warum nicht? So,
Telefon für Haustiere. Oh, wer hätte damit gerechnet? So, also ich muss jetzt treffen, sonst hat der Cyrus gewonnen. Das kann ich ja nicht zulassen. Ah, Platz 6 würde dir auch nicht helfen. Also du musst mindestens Platz 5 treffen für einen Sieg. Oh Mann. Ich weiß nicht, was die googeln. Nehmen die Telefon als Synonym für Handy? Dann wäre Kinder dabei gewesen. Nein, die Kinder haben es schon gesagt, aber... Das ist so doof. Es geht wirklich um Telefone. Es geht um Telefone. Und was kann ein Mensch denn für... Ja, das weiß ich auch nicht. Telefon für Notfälle. Der ist eigentlich nicht schlecht. Keine Ahnung. Ja, okay. Dafür würde ich ein Telefon haben. Also, ein Telefon für einen Notfall. Ist nicht dabei! Eieiei. Grandiose Niederlage. Gut. Ich muss jetzt sagen... Aber du brauchst bessere Krankenhäuser als ich, weiß mal. Das stimmt. Vielleicht hat es euch verwirrt, dass ich Cyrus Behinderung abgelehnt habe. Weil Behinderung war einfach zu oberflächlich. So. Weil ich hab das ist verallgemeinert einfach. Sprachbehinderte. Ja. Mal gucken, wir kommen jetzt noch zu den Antworten, dann werdet ihr verstehen, warum ich Behinderte habe nicht zählen lassen oder nicht zählen lassen kann. Wir haben auf Platz 6 erstmal, ja, da muss man drauf kommen, für einen Speedport oder die Connectbox, Mann. Ja. Okay. So. Wie gesagt, das mit den Behinderten war einfach zu allgemein, denn es geht natürlich um Sehbehinderte. Zum Beispiel, ja. Macht Sinn. Ganz klar. Sehbehinderung ist nicht gleich blind sein, also ein Telefon für Blinde. Ja, ich hätte halt direkt hier alle Antworten auf einmal abgeräumt, so. Wahrscheinlich, ja. Das nächste Problem, Schwerhörige. Schwerhörige Telefon. Alter, wie ich, ohne Witz, ich habe eigentlich so die Vorlage gegeben, ne? Hat eigentlich schon, ja. Ist krass, dass er sich da nicht so in die Richtung begeben hat. Ja, weil es abgelehnt wurde. Ja, aber ich kann ja nicht Behinderte zählen lassen und dann 4-3 Punkte auflösen. Ja, absolut richtig, aber das ist halt im Kopf dann raus. Ja, das ist Taktik einfach von mir gewesen. Wahrscheinlich, ja. Und dann ganz einfach, es wird halt viel gegoogelt. Klar denkt man da nicht dran, aber es ist halt das Telefon für Katzen. Die Fritzbox. Was? Warum nicht für Katzen? Telefon für Katzen. Falls ich mal unterwegs bin und meine Katzen zu Hause anrufen muss. Wie geht's dir? Miau! Ja, warum nicht? Cyrus, du hast das Comeback des Jahres geschafft! Über 200 Punkte zurückgelegen und jetzt mit 300 zu 250 Punkten gewonnen. Wahnsinn! Ich habe aufgehört, aus Mitleid. Nur weil ich schlechte Krankenhäuser Du hast dich zu sicher gefühlt, Enclay. So zwei Fragen lang, das ist ja, das holt der nie ein. Da sagt immer, er ist so scheiße und dann, bam. Ja, der macht halt alle Ersten, ne? Vertrauen Karma. Und Senioren. Und ruckizucki war es vorbei. Ruckizucki war es vorbei, da hast du vollkommen recht. Ich habe ja auch einfach den besseren Buzzer. Natürlich. Ja. Meine Energy-Trinkdose war schon leer am Ende. Hat da nichts mehr rausgekommen. Ja, das ist natürlich blöd. Jetzt kommen wir noch zur Community-Bonusrunde, lieber Cyrus, denn du hast es ins Finale geschafft. Jetzt ist es für dich nochmal die Gelegenheit, 100 extra Punkte dir zu verdienen. Wir kriegen das in Dollar aufbezahlt, ne? Ja. Das funktioniert ganz simpel. Ich nenne dir jetzt eine Frage, die ich der Community, den Influencer-Duell-Zuschauern genannt habe, beziehungsweise gestellt habe, und diese haben dort Antworten gegeben in einem Google Docs-Formular, und die 5 meistgenannten Antworten sollst du innerhalb der nächsten 60 Sekunden finden. Du kannst du kannst spammen, aber nicht zu schnell, weil ich muss auch noch klicken und zuhören. Also kein Double Time. Ich mach Cast-Style. Du kannst so viele nennen, wie du willst, wenn du alle 5 hast, kriegst du 100 Punkte, ansonsten ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Antworten, die dabei rauskommen werden. Ich werde jetzt gleich mein Brain einfach ganz schnell stormen lassen, und wenn da irgendwas Dummes bei rauskommt, das wird passieren. Du wirst vermutlich dich wirklich vielleicht entschuldigen für die Antworten, die rauskommen. Denn, mein lieber Cyrus, wir kommen zur Finalrunde. Wir haben die Community gefragt, nenne uns ein Sexspielzeug. Dildo, 60 Sekunden. Masturbator. Dildo ist klar, Masturbator. Gummipuppe. Analperlen. Analplug, okay. Sind wir mal nicht so. Das ist die Community gefragt, ne? Ja. Okay, Stygian, oder wie dieses Scheißding heißt. Was für ein Ding? Dieses Ding, wo Frauen sich komplett draufsetzen, so, keine Ahnung. Ach so. Ja, was sind Sie mit Brainstorming? Penisring. Penisring? Gibt's nicht? Was ist das denn? Vibrator? Ist das ein Unterschied? Okay, ja, Vibrator, ja klar. 10 Sekunden. Gummipuppe war nicht dabei?
Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Silikon-Brust-Titten-Ersatz. Oh, da ist die Zeit abgelaufen. Okay, aber ich hab drei erraten. Immerhin drei. Aber tatsächlich, die Gummipuppe war Platz 6. Oh, okay. Ja, damit ich dir einen kleinen Hoffnungsschimmer deiner Gummipuppe noch geben kann. Mhm. Ja, auf 2 haben wir noch und da wären dabei die Handschellen. Und ganz klar, musst du doch kennen, die Peitsche. Oh, ja. Ja, voll mein Bereich, absolut. Also ich habe hier ganzes SM, also ich habe hier einen extra Raum ja oben, weißt du, da gehe ich zwar nie rein, aber das ist mein SM-Studio komplett, klar. Das ist hinter dem Queenscreen, haben wir eben gesehen. Ja, das ist alles geheim. Das, ja. Ich darf es nicht zeigen hier. Eigentlich heißt er auch Cyrus Grey, ne? Ja, Shades of Cyrus gibt's auch. 50 Shades of Sau. Okay. Wunderbar. Ja, leider hat es nicht für die extra 100 Bonuspunkte geklappt, aber 300 Punkte ist erstmal eine Ansage. Das ist einer der besseren Ergebnisse tatsächlich hier beim Influencer-Duell. Also, ja, Chapeau. Enkles? Wie viel hat der Enkles nochmal? 250. Das ist weniger als 300, oder? Das ist weniger als 300, oder? Dafür, ne? 100 Artifact-Schellen in Folge. Ah, war eine schöne Runde. Jetzt nochmal ganz kurz, leider muss ich jetzt zum Abschluss machen, weil ich es natürlich am Anfang wieder vergessen habe, weil ich einfach ein unglaublich vergesslicher Mensch bin. Eine kleine Vorstellungsrunde, wer ihr so seid, lieber Enkleis, stell dich doch mal bitte kurz vor. Ich war mal Hearthstone-Streamer, jetzt bin ich bedeutungslos. Gut, danke. Ja. Ähnlich wie Cyrus mit Overwatch. Ja, lass mich doch mal selber erzählen, du Arschloch. Du weißt, was die Eheberatung gesagt hat. Du sollst mich selber reden lassen für mich, oder? Nein, hat sie nicht gesagt. Ich hab's nicht gehört. Doch, Dr. Watson hat das gesagt. Lass mich jetzt ausreden. Hi. Ich bin Cyrus, ich hab mal Overwatch gemacht. Jetzt bin ich bedeutungslos. Nee, jetzt mach ich Variety und bald Artifact mit dem da zusammen. Korrekt. Geil. Schaut mal bei den Jungs rein, unten in der Videobeschreibung natürlich alles verlinkt. Das war's tatsächlich auch für diese Folge Influencer-Duell wieder. Rucki-zucki waren wir heute. Kürzeste Folge, glaube ich. Ja? Also da wurde reingeknallt. Cool. Ja? Wundervoll. Wie lange? Haben wir gebraucht? 40 Minuten. Minuten. Oh, ja. Exakt 40, ja. Flottig. Wir hatten aber auch keinen Telefonjoker. Ja, das stimmt allerdings. Ich hätte meine Oma angerufen, dann wäre die Folge mindestens anderthalb Stunden gegangen. Also alleine bis sie abhebt. Meinst du, sie hätte dir zumindest bei der Telefonfrage geholfen? Ja, Telefon für Senioren. Richtig. Das hat dir den Sieg gebracht, immerhin, ja? Yeah. Sehr geil. Es war eine schöne Folge, es war super lustig. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Danke fürs Einladen. Sehr gerne. Und ihr seid auch wieder gefragt, liebe Community, wenn ihr noch weitere Ideen habt, was man bei Google so eingeben kann, weil die Antwortvorschläge von Google lustig sind, schreibt es unten ins Google-Formular, damit wir natürlich auch weitere Fragen fürs Influencer-Duell haben. Und auch ihr müsst wieder die Community-Frage der Woche beantworten, die gestellt wurde vom Sieger Cyrus. Auch da gibt es unten in der Videobeschreibung das Formular dazu. Beantwortet fleißig, damit wir auch in der nächsten Folge wieder eine Community-Runde haben. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ich sage jetzt mal ausnahmsweise nicht bis nächsten Sonntag, weil ich eventuell doch 2 Wochen pro Folge bringe, weil es echt gut läuft. Und bis dahin viel Spaß noch. Schöne Woche. Ich sag, die letzten Worte gehen an meine Gäste. Danke, dass ihr da wart, Enkles und Cyrus. Tschüss. Yeah.